Ist wunderschön. Ionenzelle haben wir jetzt da drin. Hä? Warum sind wir jetzt wieder... Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Subnautica auf der PlayStation 4 Pro. Ich nehme jetzt hier mal ein paar von diesen Samen mit, von den Schlingpflanzen. Und ich habe mir jetzt mal so vorgenommen, ich werde mir mal einen kleinen Garten anlegen tatsächlich. Weil wir müssen ja ständig, wenn wir Zutaten brauchen für irgendwas, irgendwo hingurken hier und das erstmal ernten. Das ist voll ineffizient. Ich habe mir gesagt, wir müssen das mal alles anpflanzen. Wir brauchen mal so einen richtigen schönen großen Beetkasten. Ja, damit wir ein bisschen, damit wir das alles vor Ort gleich ernten können und nicht immer irgendwo hin müssen. Das, der Vorteil davon ist, wenn man das in der Umwelt alles sammelt und erst halt zu der Location hinfährt, ist natürlich, dass man immer genau weiß, wo welche Pflanze wächst. Ja, anstatt man dann sich bequem im eigenen Beetkasten, im eigenen Garten quasi bedient, weiß man dann immer recht genau, wo gab es nochmal welche Pflanze. Es sei denn, man hat das dann wieder bis zur nächsten Session vergessen, wie bei mir mit der tollen Augenpflanze. Der absolute Wahnsinn. Ja, in der letzten Folge haben wir ja schon das Heilungsenzym bekommen, das heißt, wir sind jetzt auch nicht mehr krank. Genau, ich kann ja auch mal einen Self-Scan machen, Moment. Und da werden wir jetzt angezeigt bekommen. Genau. No remaining sign of bacterial infection. Okay, das will ich hören, das mag ich. So, jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Titan hier. So, und dann würde ich doch mal sagen, machen wir mal noch ein bisschen Gummi erstmal. So, haben wir ein bisschen mehr Platz im Inventar. Korrekt. Und jetzt holen wir uns hier noch ein bisschen Titan raus, denn wir müssen ja erstmal, um Außenbeetkästen zu bauen, meine ich, eine Plattform haben. Nee, stimmt, das müssen wir gar nicht. Wir können die auch auf den Boden setzen. Sekunde. Brauchen hier das Konstruktionsstuhl. Ah, wählen wir das mal aus. Und dann gehen wir mal raus. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich möchte einen Außenbeetkasten machen, genau. Wenn ich den jetzt hier... Es muss auf jeden Fall auf einer ebenen Fläche sein. Und das ist hier natürlich alles andere als eben, das ganze Gelände. Ja, ich glaube, da brauchen wir schon ein Fundament hier. Das ist einfach zu uneben. Ich weiß nicht, wenn ihr bei euch... Ah, hier ist es, hier ging es doch. Aber das ist irgendwie doof, oder? So eine Stelle. Ich würde ja schon gerne ein paar mehr Kästen nebeneinander bauen. Nee, wir machen mal noch eine Plattform vorher. Wir machen mal noch eine Plattform und zwar... Wo ist sie? Hier. Ach, Blei brauchen wir dafür. Okay, das kann ich ja gleich aus der Seemotte rausholen. Da hatten wir jetzt einiges gefunden, meine ich. Gucken wir mal. Blei, Blei, Blei. Auf jeden Fall eine Einheit hatten wir gefunden. Mal schauen. Ah, guck mal. Ah, ich kann es nicht nehmen. Ahaha. Warte mal, kann ich das? Genau, dann machen wir das. Ah, jetzt habe ich das. Da. So, jetzt. Okay, wo bauen wir das denn auf? Wo wollen wir das denn hinpflanzen, im wahrsten Sinne des Wortes? Ich hätte ja gerne das so ein bisschen in der Nähe von einem Gang, dass wir da vielleicht auch ein bisschen rausgucken können. Hier so zum Beispiel hätte ich das gern. Machen wir es mal so. Oder so. Ah. Doch, das passt eigentlich. Warte mal, dann bauen wir das mal hier hin. Korrekt. Dann haben wir nämlich hier eine schöne große Plattform. Können da ein Fenster reinbauen. Und dann können wir hier nämlich auf unseren Garten rausgucken. Moment. Außenbeetkasten. Sehr schön. Dann bauen wir nämlich hier so ins Eck einen Beetkasten hin. So, und dann pflanzen wir da einfach schon mal zwei von diesen Ranken. Genau. Ach komm, wir machen gleich vier. Rohkopfsalat, sehr schön. Das muss ja nun nicht sein. Ich glaube nicht, dass wir unsere Außenbeetkastenpflanzen zum Essen benutzen. Das wird eher zum Craften benutzt alles.
Ja, da können wir noch ein bisschen was sammeln, was wir dann außen anpflanzen. In Aquarien kann man übrigens auch diese Pflanzen anpflanzen. Das geht auch. Also in den großen, zum Beispiel beim Knuddelfisch, kann ich die auch benutzen. So, jetzt machen wir aber erstmal die verbesserte Energiezelle. Die eine zumindest. Und die können wir gleich mal in die Seemotte einsetzen. Hier, jetzt haben wir ja genug Material. Genau, guck mal. So. Nice. So, jetzt müssen wir mal schauen, was haben wir noch im Inventar? Genau, das Titan, einmal Silikongummi. Warte mal, wir haben doch hier noch diese Würfel, oder? Warte. Ja, genau, guck mal, da können wir doch hier Batterien herstellen. Gold. Haben wir noch Silber? Nein, wir haben kein Silber mehr. Schade, schade, schade. Kann man nach Silber hier scannen in der Gegend? Denn wenn man das kann, würde das bedeuten, dass wir eine Silbervorkommen hier in der Nähe haben. Blei, Gold, Kupfer, Lithium. Nee, geht leider nicht. Aber wir könnten nach Sandsteinbrocken scannen. Das mache ich jetzt mal. Lass das jetzt einfach mal durchlaufen. Während ich die Seemotte direkt mal ausstatte mit der neuen Energiezelle. Sekunde. Genau, nur das, das und das einsetzen. Wunderschön. Ionenzelle haben wir jetzt da drin. Hä? Warum ist er jetzt wieder runtergestiegen, der Knabe hier? So, die Energiezellen, die wir jetzt über haben, die packe ich jetzt einfach mal in die Ladestation rein. Die können wir ja leider nicht wirklich für irgendwas benutzen. Wir haben ja hier zwei Stück. So, genau. Können da rein. Wie sieht es eigentlich mit dem Bioreaktor aus? Da müssen wir mal schnell ein bisschen was nachschieben hier. Schnell mal was reinpacken. Ein bisschen was kann ich auch noch essen. Genau. So, dann setzen wir hier noch was rein. Hier nehmen wir noch zwei mit. Hui. Hinein. Und essen. So, jetzt haben wir da hinten auch schon ein paar Sandsteinbrocken, die angezeigt werden. Da würde ich doch mal sagen, schwimmen wir da mal hin. Mit dem Seegleiter. Nur zwei Stück in der ganzen Gegend. Habe ich hier echt schon so viel weggefarmt. Das gibt's ja gar nicht. Bin ja voll fleißig gewesen hier. Unglaublich. Das ist doch voll weit weg. Guckt mal. Voll weit weg. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und natürlich wieder hier irgendwo in so einem Graben, wa? Ja. Boah, muss man ja voll navigieren hier, voll um die Ecke. Aber wir haben Silber, nice. Damit können wir eine weitere Energiezelle machen. Und da hinten ist der letzte. Der letzte Sandsteinbrocken in der ganzen Gegend hier. Also ich sag's ja, ich habe, was Ressourcen angeht, in der kargsten Gegend gebaut. Die man sich so vorstellen kann wahrscheinlich. Hier gibt's einfach nichts. Also kaum Sandsteinklumpen. Kaum richtige Ressourcen vorkommen, außer das eine da beim Leviathan. Stimmt, das eine beim Leviathan. Da gab es noch zwei Silberknubbel. Boah, da müssen wir eigentlich mal hin. Dann können wir Energiezellen craften, bis uns aus den Ohren rauskommen. Also hier Ionenzellen, ne? Ich mach das jetzt mal. Ich nehme jetzt mal den Krebsanzug und begebe mich da mal hin. Hoffentlich wird es nicht das Letzte sein, was ich hier tue. Aber Hauptsache Silber. So, jetzt können wir nochmal direkt hier eine solche Zelle machen. Und noch eine. Und so eine noch. Dann können wir die gleich in Krebsanzug reinstopfen. Correctamente. So, habe ich noch irgendwas, was ich hier jetzt wegpacken muss vorher? Ja. Ich pack mal hier das Ressourcenzeug noch weg. Korrekt.
So, dann gehen wir zum Krebs. Ist ja gleich nebenan hier, wo wir jetzt hingehen. Ach ja, der Krebs hatte ja zwei Zellen. Ich erinnere mich. Tauschen wir das jetzt einfach mal. Und steigen mal ein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es uns gelingt, am Reaper vorbeizukommen. Die Warper sind ja jetzt kein Problem mehr. Aber der Reaper... Ich habe auch schon überlegt, ob es vielleicht wirklich sinnvoll ist, damit ich nicht ständig das Problem mit dem Bioreaktor habe. Einfach da an diesem einen Black Smoker eine entsprechende Wärmeeinheit zu bauen. Also hier so ein Wärmekraftwerk und dann eine Leitung rüberzulegen. Ich glaube, das ist schon relativ schlau. Warte mal, ist das Silber da drüben? Silber? Bist du Silber? Oh, Tatsache. Nein, falsch. Falscher Arm. Jetzt können wir es ja auch abbauen, während die Warper um uns rumhängen. Das macht uns jetzt nichts mehr. Habe ich eigentlich noch Platz im Frachtraum? Da habe ich jetzt überhaupt nicht geguckt. Egal, wird schon. Zur Not muss ich aussteigen. Das Problem ist, wenn der Bohrer so laut ist, hört man den Reaper nicht, wenn er kommt. Also, ich höre den nicht. Wenn er jetzt schreien würde, würde ich ihn nicht hören. Das macht mir jetzt schon ein bisschen Sorgen, ehrlich gesagt. Oh, ich dachte gerade, der Schatten da vorne wäre ein Reaper. Aber das war nur der Fischschwarm. Wir haben scheinbar noch genug Platz für das Zeug hier. Ja, sehr gut. Silbererzen Frachtraum abgelegt. Jetzt gucke ich mal schnell in den Frachtraum, nicht, dass wir hier eine böse Überraschung erleben. Wegen Platz. Ja, da ist schon einiges noch drin. Das nehme ich mal direkt alles ins Inventar. So. Und dann schnappen wir uns hier das noch. Bisschen Titan und so. Und dann gucken wir hier noch in die Ablagerungen rein. Silber. Das ist ja eine richtige Silberecke hier. Krass. Oh, und jetzt werden hier auch die ganzen Sandsteinbrocken angezeigt in der Gegend. Tolle Wurst. Es braucht ja auch immer ein bisschen, bis der Scanner die anzeigt. Blei haben wir schon wieder. So, dann gehen wir nochmal da rein. Da, wo der Schlot ist. Würde ich sagen. Und holen uns da noch ein bisschen was. Hier ist ja auch nochmal Silber. Meine Fresse. Solange der Reaper nicht hier ist, baue ich mal erstmal... Ups. Baue ich erstmal die äußeren Quellen ab. Warum ist der nicht mehr hier? Der Reaper. Haben wir den weggelockt aus Versehen? Ich glaube, wir haben den irgendwann mal weggelockt. Boah, wie diese kleine Krabbe mich anspringen wollte. Habt ihr das gesehen? Das kleine Schweinchen. Geh weg, hässliches Vieh. Ich bohr dich an, wenn ihr nicht weggehst. Also merken, ne? Wenn er Silber sucht, dann seid ihr hier beim Reaper, bei dem Black Smoker hier, gut aufgehoben. Da findet er auf jeden Fall euer Silber. Wie diese kleine Krabbe da die ganze Zeit versucht, mich anzuspringen. Dabei gelingt es ihr gar nicht. Da, guckt euch das an. Die will es einfach wissen. Die will einfach mit mir knutschen hier. Hör auf. Lass das. Ich will nicht mit dir knutschen. Geh weg. Ja, jetzt ist sie weg. Siehst du, wenn ich fertig bin mit Bohren hier, dann ist sie weg. Lohnt es sich jetzt da noch runter zu gehen? Wie sieht es denn vom Platz her aus? Wir haben noch 3 Slots. Wir brauchen auch noch Rubine und hier gibt es Rubine. Also Rubine brauchen wir auf jeden Fall für den Plan mit der Neptun-Rakete noch. Da brauchte man, glaube ich, recht viele für ein oder zwei Sachen. Deswegen grabbeln wir uns die jetzt hier mal. Auch wenn das hier durchaus gefährlich ist. Stimmt, Lithium braucht man auch noch. Okay, dann bin ich jetzt voll. Ich könnte jetzt noch ein paar Sachen in den Krebsanzug hinten reinpacken. Mache ich jetzt auch mal. Vorrat ansehen. So, das schieben wir jetzt erstmal alles wieder rüber. Jetzt können wir nichts mehr abbauen mit dem Krebsanzug. Der ist jetzt nämlich voll. Dafür nehme ich jetzt noch ein paar Rubine mit und so. Und stimmt, Aerogel und sowas. Wir brauchen hier diese Gelsäcke. Ah, die können wir mal anpflanzen. Ah, da hatten wir noch, da hatten wir noch Samen gehabt, ne? Ich glaube schon. Da müsste eigentlich noch was haben. Vielleicht hier nochmal diesen Sandsteinknubbel aufmachen.
Das ist schon eine ungewöhnliche Gegend hier mit den Black Smokern in der Mitte, diesem riesigen Trench, diesem riesigen Krater hier und dann den Gasopods und den Krabben. Wie genau nennt sich das hier eigentlich? Ich glaube, irgendwer hat es schon mal geschrieben in die Kommentare, wie sich diese Gegend hier nennt. Ist auf jeden Fall grotesk. Und dann halt auch noch dieser Reaper, der die ganze Zeit dann irgendwie noch am Start ist. Ist schon irgendwie verrückt. Aber ist schon eine schöne Stelle eigentlich hier, ne? Also so eine Base könnte ich mir hier ganz gut vorstellen, muss ich mal wirklich sagen jetzt. Wäre jetzt nicht verkehrt hier, sich aufzubauen. Wenn man denn am Reaper vorbeikommt. Ich finde das schon ganz schick hier. Man hat auch immer was zum Gucken, weil da die Gasopods rumschwimmen. Energie hat man ja auch genug durch die Black Smoker. Da in der Mitte mit den Pflanzen, das sieht auch recht schön aus. Ich glaube, hier baue ich mich wirklich mal auf. Einfach nur, weil ich es kann. Einfach nur, weil es cool ist. Und dann hier so versuchen, Tunnel durch die Tunnel zu bauen. Da ist Silber. Cool. Ich glaube, das mache ich. Ich baue mir hier so eine kreisförmige Base. Wenn das geht, muss ich mal gucken, ob die Struktur hier dafür geeignet ist. Also dieses Gelände. Und dann probiere ich das mal. Weil es ist nicht so einfach, durch Höhlen durchzubauen mit dem Bausystem. Das Bausystem ist ja doch recht, ich sag's mal, fix. Was jetzt die Anordnung der Teile angeht und die Freiräume, die dazwischen sein dürfen und so. Da kann es dann eher sein, dass das Bausystem sagt, nee, an der Stelle darfst du nicht bauen, deinen Tunnel. Obwohl es eigentlich vom Visuellen her gehen würde, sagt es dann meistens, nee, es geht nicht. Na, also, es ist ein bisschen unflexibel. Übrigens, ich kriege ja auch immer... Ah, nee, das sage ich euch jetzt nicht. Das sage ich euch jetzt nicht. Das hebe ich mir mal für mein Subnautica Below Zero Video auf, mein Infovideo, was da noch kommt. Ich wollte nämlich gerade noch eine Information bezüglich des Basenbaus teasern, aber das machen wir jetzt mal nicht. Das machen wir jetzt nicht. Hier gibt es doch noch einige Sandsteinknubbel, siehst du mal. Aber ich glaube, meine Base hat jetzt schon wieder keine Energie, weil die ganze Zeit der Scanner lief. Ist auf jeden Fall sehr unwahrscheinlich, dass sie noch Energie hat. So, starten wir mal hier hoch. Ja, sehr gut. Und dann andocken. Wir sind voll bepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Docken. Jawohl. Boah, diese ganzen Anzeigen da, das müssen wir alles mal wegmachen. Ich hasse Anzeigen. Wer mag schon Anzeigen? Niemand. Niemand mag das. Okay, also der ganze Hang ist voll mit den Dingern. Hätte man sich eigentlich auch denken können. So viel zum Thema, ich habe hier in einer kargen Region gebaut. Okay, so. Dann heißt es jetzt erstmal mit dem Silber, was wir jetzt haben. Was ich jetzt aber nicht im Inventar habe, oder? Nee, natürlich nicht. Aber wir nehmen mal das Silber raus. Aus dem Krebsanzug. Und dann, meine lieben Freunde, bauen wir noch ein paar von den Zellen. Von den tollen. So, dafür haben wir es ja geholt. So. Komm schon. Genau, erstmal das Titan umwandeln. Und dann... Ja, genau, diese Zellen bauen wir jetzt noch. Ach, Gold fehlt. Jetzt fehlt natürlich das Gold. Aber wir haben noch welches. Hier, nee, das ist Kupfer. Hier ist Gold. Wusste ich doch. Ah, es geht nicht mehr rein. Moment, dann schieben wir einfach ein bisschen was rüber. So, und mehr Gold. Brauchen mehr Gold. Ja. Können wir aber gleich mal gucken, ob unsere Pflanzen schon gewachsen sind. Die brauchen wir jetzt für das Gummi. Genau, so. Mehr. Mehr Ionenbatterien. Was? Wie viele haben wir jetzt? Wir haben jetzt 4 Stück. Wenn wir jetzt noch 2 Einheiten Gummi bekommen, können wir 2 Zellen draus craften. Gucken wir mal. Ist das schon gewachsen hier? Ich glaube nicht, es dauert noch ein bisschen. Nee, es dauert noch. Also sie tragen noch keine Früchte, die Pflanzen.
Apropos, warte mal, wir können auch direkt mal das Sichtfenster einbauen. Dann müssen wir nicht immer rausschwimmen, die Pflanzen anzugucken, ob sie schon gewachsen sind. Hatte ich hier nicht noch Glas? Ja, guck mal, siehst du. So, jetzt muss nur die Hüllenintegrität mitmachen. Sonst haben wir ein Problemchen. Hier war es Glas. Da ist es. Bauen wir hier nämlich ein Sichtfenster ein. Ah, Höhenintegrität sieht gut aus. Guck mal, das ist nämlich so der Plan. Dann können wir nämlich hier immer schön in den Garten rausgucken. Wenn dann da auch mal Früchte dran wachsen, dann leuchten die auch von selbst. Da braucht man nicht mal eine Lampe da draußen. Und dann sehen wir immer was. Genau, ich wollte jetzt auch noch die Gelsäcke einpflanzen. Jetzt muss ich mal gucken. Gelsäcke, wo sind sie denn? Hier. Ganz viele davon. Die pflanzen wir mal allein, damit wir da draußen ein bisschen Licht haben noch zusätzlich. Nehmen wir hier noch die... Ah, schade, die Seekrone dazu. Dann legen wir das hier nochmal ab. So, genau, jetzt nehmen wir uns noch die Seekrone raus. Die leuchtet auch ein bisschen. Und dann haben wir draußen schön Licht. Die machen wir aber in den anderen Topf rein. Mit den Gelsäcken zusammen. Wir haben ja auch gar keinen anderen Topf. Stimmt ja. Nein, da brauche ich ja wieder Titan. Aha. Ja, ist weggelegt gerade. Das müssen wir jetzt wieder rausholen. So. Gehen wir mal hier ran. Das habe ich alles hier reingepackt, oder? Ja, okay, fast. Lass mal alles raus. Ja, dann müsste ich mal irgendwie eine Titansammelaktion machen, weil wir werden jetzt auch sehr viel Titan brauchen für sämtliche Bauvorhaben. Also egal, ob das jetzt eine neue Base ist oder die Neptun-Rakete. Davon werden wir auf jeden Fall sehr viel benötigen. So, jetzt baue ich das hier so ins Eck. So, dass möglichst noch eine daneben passt. Hier hin. So, genau. Und dann pflanzen wir hier einfach erstmal die Pflanze rein und dann die Gelsäcke drumrum. Wunderschön. So, die gibt Licht. Oh, was? Der eine ist schon gewachsen? Ist der schon groß? Nee, es ist, glaube ich, ein Fehler, oder? Das kann nicht sein, dass der schon voll ausgewachsen ist. Das muss ja noch ein bisschen dauern, eigentlich. 89% sind sie gewachsen hier, die Pflanzen. 6% beim Gelsack. Okay, das dauert jetzt ein bisschen. Wie gesagt. Dann schwimmen wir mal hier rum. Und gehen wieder in die Base rein. Ich muss nämlich wieder essen und trinken. Höhö. Genau. Essen und trinken. So. Ja gut, dann würde ich vorschlagen, ich hatte in der Seemotte noch eins von diesen Knöllchen abgelegt, ne? Da machen wir da jetzt noch schnell unsere zwei Gummieinheiten draus. Ich hoffe, das ist da jetzt noch drin. Gucken wir mal. Ja, sehr gut. Das können wir auch alles rausholen, damit wir es nicht noch vergessen. Halt, jetzt habe ich den Rubin, glaube ich, nicht mitgenommen, oder? Nee. Nimm ihn. So. Wunderprächtig. Und dann fabrizieren wir jetzt mal noch zwei Energiezellen, also hier Ionenzellen. Ah ja, Moment. Vorher noch das Gummi machen. So. Und jetzt können wir es machen. Da und da. Wunderschön. Noch eine. Nice. Und dann packen wir jetzt noch die andere mit in den Krebsanzug rein. Auf der anderen Seite aber. In den anderen Slot hier. So. 1000 Einheiten Energiekapazität hat so eine Zelle. So eine Ionenzelle. Nicht schlecht, oder? Ich wollte gerade sagen, wo zur Hölle ist eigentlich mein Zyklop? Stimmt, ja, der ist ja noch unten. Der ist ja noch hier im... Der ist ja genau unter uns. Auch schön irgendwie. Kann man den nicht irgendwie jetzt hochbeamen oder so? Nee, ich fürchte, den müssen wir abholen. Der war jetzt noch im Lava-Biom unten, ne? Großer Gott, okay. Oder war der, Moment, war der im Lost River? Wo habe ich denn den abgestellt?
Boah, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das habe ich vergessen. Habe ich den im Lost River abgestellt oder im Lava-Biom? Das Blöde ist, wenn ihr es mir jetzt schreibt, wird es mich nicht rechtzeitig erreichen, der Hinweis. Da werde ich schon selbst rausgefunden haben. Ich werde jetzt nämlich mich dahin auf den Weg begeben und werde den mal abholen. Wie machen wir das jetzt am blödesten? Sekunde, ich trinke nochmal einen Schluck. Ja, wir legen mal die Ressourcen ab, würde ich sagen, ne? Ah, guck mal, jetzt leuchtet es draußen. Das meine ich, guck mal, das ist schön. Die Pflanzen da, die Knubbel, die leuchten nämlich, die gelben. Und dann haben wir hier draußen so ein schönes, warmes Licht. Fast schon ein bisschen wie Sonnenlicht. Das ist ganz cool eigentlich. Schade, dass man hier nicht noch ein Fenster einbauen kann. Ich weiß nicht, ob ich bei den Schränken eins machen kann. Wartet mal. Ich habe ja noch Glas im... Nee. Warte mal. Hä? Hatte ich nicht noch 2 Einheiten Glas? Egal. Ich schiebe das alles mal hier rein. So. Genau, und dann würden wir uns jetzt einfach mal auf den Weg machen. Zum Zyklopen und den mal abholen. Das machen wir jetzt aber auf die clevere Art und Weise. Wir gehen jetzt in das Stargate rein, was hier in der Nähe ist. Da drüben, Stargate SG-1. Und dann gehen wir nämlich über die Alien-Einrichtung. Müssen wir uns halt nochmal durchs Lava-Biom durchschwingen. Mit dem Krebsanzug. Aber wir müssen unseren Zyklopen abholen. Es geht nicht anders. Und ich würde auch sagen, meine lieben Freunde, an dieser Stelle ist auch wieder diese Folge Subnautica auf der PlayStation 4 Pro zu Ende. Ob es uns gelingt, unseren Zyklopen wieder zurückzubekommen, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Subnautica auf der PlayStation 4 Pro. Bis dann, ciao. Ciao.